herrscht ein totales Chaos. Das Joghurt sollte eigentlich durch diese Rohre fließen. Aber einige Rohre sind kaputt und jetzt spritzt da überall Joghurt raus. Die Arbeiter-Trucks brauchen unsere Hilfe. Kommt mit! Keine Sorge, wir holen dich da runter. Wir müssen irgendwie verhindern, dass noch mehr Joghurt aus dem kaputten Rohr spritzt. Und ich weiß auch schon, wie. Wir schließen einfach das Ventil. Ein Ventil funktioniert ähnlich wie eine Tür. Wenn es geöffnet ist, kann das Joghurt hindurchfließen. Aber wenn ich es zudrehe, dann fließt kein Joghurt mehr durch die Rohre. Du hast es geschafft. Ja, ich bin gerettet. Kommt mit, wir müssen noch den anderen Trucks helfen. Guck mal, Blaze, dieses Rohr hat sogar zwei Ventile. Wir müssen verhindern, dass noch mehr Joghurt aus diesem Rohr spritzt. Wenn wir das Joghurt stoppen wollen, müssen wir dann das blaue Ventil zudrehen oder das rote? Das rote Ventil, ja! Weiter geht's, Blaze. Da lang. Schnell, wir müssen sie retten. Damit kein Joghurt mehr aus dem Rohr spritzt, müssen wir da das blaue Ventil zudrehen oder das rote Ventil? Das blaue Ventil, richtig. Vielen Dank, Jungs. Weiter geht's. Einen letzten Truck müssen wir jetzt noch retten. Wow, der braucht wirklich dringend unsere Hilfe. Wenn wir das Joghurt stoppen wollen, müssen wir dann das rote Ventil zudrehen, das grüne oder das blaue Ventil? Das grüne Ventil. Geschafft. Ja. Juhu, ja, gut gerettet. Gern geschehen. Ich bin froh, dass keinem was passiert ist. Oh, so ein Rost. Da fehlt ja ein Stück. Wir müssen das hier irgendwie reparieren, damit wir das arme Lämmchen retten können. Hey, guck mal, was das Schaf gefunden hat. Alte Schienenteile. Vielleicht können wir mit einem der Teile das Gleis ja wieder reparieren. Visierblick aktivieren. Die fehlende Stelle ist 7 Meter lang. Um das Gleis zu reparieren, brauchen wir also ein Schienenteil, das 7 Meter lang ist. Kommt schon, lasst uns die Teile abmessen. Wenn man etwas misst, fängt man bei 0 an. Dann sieht man nach, bei welcher Zahl das Stück endet. Dieses Stück endet hier. Welche Zahl ist das? Die 2, richtig. Das Stück ist 2 Meter lang. Aber das ist zu kurz. Um das Loch zu schließen, muss das Stück 7 Meter lang sein. Messen wir mal das andere Stück. Bei welcher Zahl endet dieses Stück? Bei der 5, ja! Oh oh, das ist auch nicht lang genug. Beide Stücke sind zu kurz. Wartet, ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir das 5 Meter lange und das 2 Meter lange Stück zusammenfügen? Ist das Stück jetzt 7 Meter lang? Ja! 2 und 5 ergibt 7. Es passt! Ja! Wir sind hier, armes Lämmchen! Das Lämmchen ist froh, dass wir es gerettet haben. Und jetzt, Schafe, bringen wir euch wieder hier raus. Wir müssen ihnen helfen. Und ich weiß auch schon, wie. Wir machen aus mir einen Feuerwehr-Truck. Zuerst brauchen wir einen Schlauch, durch den das Wasser fließen kann. Um den Schlauch zu machen, ruft Schlauch! Schlauch! Okay, jetzt brauchen wir ein Ventil. Wenn wir das Ventil öffnen, kann das Wasser durch den Schlauch fließen. Um ein Ventil zu machen, ruft
Ventil! Ventil! Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Feuerwehrleiter, durch die man den Schlauch hoch und runter fährt. Um sie zu machen, ruft Feuerwehrleiter! Feuerwehrleiter! Ja! Jetzt bin ich eine Feuerwehr-Monstermaschine! Klasse! Und jetzt helfen wir den Feuerwehr-Trucks! Feuerwehr-Truck Blaze meldet sich zum Dienst, Chef. Ich bin bereit, beim Löschen der Feuer zu helfen. Fantastisch! Dann zeig mal, was du drauf hast. Schnell, helft mir, das Ventil zu öffnen, damit das Wasser rausspritzen kann. Ruft, öffne das Ventil. Öffne das Ventil! Es funktioniert! Wir können das Feuer löschen! Ja, es klappt! Ja, super! Gut gemacht! Ja! Fantastische Arbeit, Männer! Sieht so aus, als hätten wir... Oh nein, Chef! Ich sehe da unten noch mehr Brandherde! Und sie bewegen sich auf den Wald zu! Keine Sorge, Chef! Ich kann die Feuer löschen, bevor sie den Wald erreichen. Wenn ich mit Turbo Speed fahre, bin ich super schnell dort. Dann tu das, Blaze. Um Turbo schnell zu fahren, müssen wir sagen, gib Speed! Alle zusammen, gib Speed! Los, Blaze! Du schaffst das! Macht euch bereit, Blaze. Die Feuer sind direkt vor uns. Helft mir alle dabei, die Feuer mit dem Wasser zu löschen. Wenn ihr ein Feuer seht, ruft Feuer! Feuer! Wir haben's gelöscht! Jetzt löschen wir noch die restlichen Brandherde. Immer wenn ihr ein Feuer seht, ruft Feuer! 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 Ja! Ja! Juhu, ja! Geschafft! Wir haben die Bäume gerettet und alle Brandherde hier gelöscht. So ein Rost. Ich versuche ja schneller zu fahren, aber... Da scheint irgendwas zu sein, das mich abbremst. Oh oh, es ist die Luft um uns herum. Die Luft hat Widerstand und das macht uns langsamer. Oh, die Luft macht euch also langsamer? Tja, für mich ist das gar kein Problem, Jungs. Seht mal, die Luft strömt einfach über Speederich hinweg. Er muss nicht so gegen sie ankämpfen. Kannst du nicht so schnell fahren wie ich, Blaze? Das ist... schade. Ja! Ich glaub's nicht. Speederich ist uns entwischt. Oh, tut mir leid, Blaze. Du hast alles versucht. Noch gebe ich nicht auf. Ich werde Speederich einholen und mir diesen Schlüssel schnappen. Denn jetzt werde ich aerodynamisch. Wenn etwas aerodynamisch ist, kann es sich leichter durch Luft hindurch bewegen. Seht ihr? Wenn ich beschleunige, muss ich mich sehr anstrengen, um durch die Luft zu fahren. Das liegt daran, dass ein Truck nicht sehr aerodynamisch geformt ist. Aber was wäre, wenn wir meine Form verändern, sodass ich mehr wie ein Rennauto aussehe? Wir könnten meine Räder kleiner machen und den vorderen Teil runder und dann machen wir das Heck noch schön stromlinienförmig. Wow! Jetzt strömt die Luft direkt über diese Form hinweg. Sie ist aerodynamisch. Helft mit! Wir verwandeln mich jetzt in einen aerodynamischen Rennwagen. Um aus mir einen Rennwagen zu machen, sagt Rennwagen! Rennwagen! Wow! Du hast es geschafft, Blaze! Oh ja! Jetzt probieren wir mal aus, wie schnell dieser Rennwagen fahren kann.
mal, Blaze. Jetzt, wo du ein Rennwagen bist, strömt die Luft einfach über dich hinweg. Jetzt macht uns nichts mehr langsamer. Wir sind aerodynamisch. Willst du schnell wohin im höchsten Gang? Dann willst du keinen Widerstand haben. Eine schmale Form und der Wind weht dann an uns vorbei. An uns zwei. Yeah, yeah, yeah. Wir sind aerodynamisch. Yeah, yeah, yeah. Wir sind aerodynamisch. Und bremst nichts aus, hier kannst du leicht sehen. Der Wind wird um uns zwei herumwehen. Nichts hält unser Tempo auf. Wir sind gut in Fahrt und haben's drauf. Yeah, yeah, yeah. Wir sind aerodynamisch. Aerodynamisch. Wenn Spiederich glaubt, dass uns das aufhalten kann, dann wird er sich noch schwer wundern. Ich brauche irgendwas, das ich werfen kann. Irgendwas wie diesen Stein. Los geht's! Ah. Rostfleck! Der Luftwiderstand macht den Stein zu langsam. Der Stein hat's nicht rüber geschafft, weil er nicht aerodynamisch genug war. Ich kann diesen Schaltknopf nur dann treffen, wenn ich mit etwas werfe, das richtig aerodynamisch ist. Hey, Blaze, sieh doch mal. Ich habe noch zwei Steine gefunden. Gut gemacht, AJ. Mal sehen, ob einer dieser Steine aerodynamisch genug ist, um es zu schaffen. Versuch es, Blaze. Wirf sie einfach rüber. Ah. Seht mal, wie sich die Steine durch die Luft bewegen. Welcher der beiden ist aerodynamischer? Der Stein, der vorn spitz ist, ja! Der viereckige Stein dagegen wird durch den Luftwiderstand gebremst. Aber beim spitzen Stein strömt die Luft herum, denn er hat eine glatte, aerodynamische Form. Geschafft! Ja! Super gemacht, Blaze! Die Brücke schließt sich wieder! Spring rein, AJ! Wird Zeit, dass wir uns Spiederich schnappen und den Schlüssel zurückholen. Ein für alle Mal! Ja! Es ist zu hoch, um zu springen. Aber wir könnten uns hochschwingen. Dafür brauchen wir einfach nur ein Pendel. Ja, ein Pendel ist ein Gewicht, das an einer Schnur hängt oder an einem Seil. Zieht man es zur einen Seite und lässt es los, dann schwingt es zur anderen Seite. Oh, ich weiß, wie wir uns ein Pendel machen könnten. Wir benutzen die Liane, die von diesem Felsen runterhängt, als Seil. Und ich bin das Gewicht. So bist du jetzt ein richtiges Pendel. Mach schon, Blaze. Schwing los! Achtung, ich komme! Wow! Verflixt! Dieses Pendel ist leider nicht hoch genug geschwungen. Vielleicht musst du von einem höheren Punkt aus Schwung nehmen. Kommt mit, wir versuchen's mal. Okay, diesmal stehen wir höher. Glaubt ihr, ich schaff's diesmal auf die andere Seite? Wir probieren's einfach mal aus. Oh! Okay, diesmal warst du schon viel näher dran als letztes Mal. Ja, je weiter oben du mit dem Pendel Schwung holst, desto höher fliegst du. Dann sollte ich vielleicht mal von ganz da oben Schwung holen. Glaubt ihr, ich schaff's jetzt auf die andere Seite? Okay, dann schwinge ich mich mal rüber. Wir haben es geschafft. Mit Schwung von weiter oben hat's geklappt. Kommt rüber, ihr zwei. Jetzt seid ihr beide das Pendel. Ja! Und los geht's, Pendel. Das war ein super Schwung, Freunde. Juhu! Ja! Und jetzt fahren wir weiter. Wir müssen ein Schweinchen retten. Ein Pendel hängt an einer Schnur und ist ganz schön schwer. Zieht man es und lässt dann los, dann schwingt es hin und her. Yeah, yeah, yeah. Je weiter zurück man es bringt. Yeah, yeah, yeah. Und so weiter das Pendel dann auch schwingt. Ein Pendel ist wunderbar. Oh, mit Schwungkraft ist doch klar. Schwing mit uns da los,
Haus macht mit. Vor zurück, das ist der Hit. Das ist ein super Pendelspaß. Na, küss mir die Stoßdämpfer. Das klingt doch nach Zippy. Oh, ich muss unbedingt da hoch und Zippy retten, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, wir müssen etwas bauen, mit dem sich Starla nach oben schwingen kann. Ich weiß was. Wir bauen uns einen ganz, ganz hohen Kran. Wenn Starla sich an dem Seil festhält, wird daraus ein Pendel und sie kann sich zu Zippy hochschwingen. Ja, los, wir bauen die Teile und machen aus mir einen hohen Kran. Zuerst brauchen wir den Mast. Dadurch wird der Kran richtig hoch. Um den Mast zu bauen, ruft Mast. Mast! Super! Als nächstes brauchen wir den Schwenkarm. Das ist der Teil, der sich ganz weit nach vorne streckt. Um den Schwenkarm zu bauen, ruft Schwenkarm. Schwenkarm! Sehr gut! Jetzt brauchen wir nur noch ein Drahtseil, das vor und zurück schwingt. Um das Drahtseil zu bauen, ruft Drahtseil! Drahtseil! Ja! Jetzt bin ich eine Turmdrehkran-Monstermaschine! Sieh toll aus, Blaze! Danke, Starla! Und jetzt hake dich ein! Halt durch, Zippy! Ich komme! Okay, Starla, mach dich bereit! Bei drei schwingst du dich wie ein Pendel zu Zippy rüber! Zählt mit mir bis drei! Eins, zwei, drei! Yeah! Ha! Oh, Zippy, du bist gerettet! Diese Hühner sind schnell! Ja, ich habe noch nie so schnelle Hühner gesehen! Keine Sorge, wir können sie abhängen. Mit unserer Geschwindigkeit. Ja, Geschwindigkeit bedeutet, wie schnell man in eine bestimmte Richtung fährt. Und Rennwagen können richtig schnell fahren, in alle Richtungen. Oh oh, das rote Huhn wird uns gleich einholen. Seht mal, die Geschwindigkeit des roten Huhns ist 5. Wenn wir ihm entkommen wollen, muss unsere Geschwindigkeit höher als 5 sein. Ich hab's. Fahren wir doch mit Geschwindigkeit 3. Ist 3 mehr als 5? Nein, das ist nicht schnell genug. Wir brauchen eine höhere Geschwindigkeit. Wow! Wie wär's mit Geschwindigkeit 7? Mal sehen. Ist 7 mehr als 5? Ja! Erhöhen wir unsere Geschwindigkeit auf 7. Juhu! Ja! Freunde, das blaue Huhn kommt immer näher! Das blaue ist sogar noch schneller als das rote. Seine Geschwindigkeit ist noch höher. Das blaue Huhn fährt mit Geschwindigkeit 8. Also müssen wir schneller fahren. Ja, Zack will 10 fahren. Ist 10 mehr als 8? Ja! Beschleunigen wir also auf 10. Ja. Mach's gut, Hühnchen! Puh, jetzt schafft es bestimmt kein Huhn mehr, uns einzuholen. Aua! Au, 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 au! Au, pass doch auf! Oh, oh, das grüne Huhn ist das schnellste Huhn von allen. Rostfleck, das grüne Huhn fährt sogar mit Geschwindigkeit 14. Vielleicht können wir ja unsere Geschwindigkeit auf 11 erhöhen. Ist denn 11 mehr als 14? Nein, da müssen wir noch um einiges schneller fahren. Au, lass das! Hey, Blaze, wie wär's, wenn wir 20 fahren? Mal sehen, ist 20 denn mehr als 14? Ja, mit 20 ist unsere Geschwindigkeit höher als die des Huhns. Lebt wohl, ihr Hühner! Bin ich froh, dass ich aus der Höhle raus bin. Wow! Ich auch. Und weiter geht's. Nutzen wir unsere Geschwindigkeit, um zum Adlerfelsen zu kommen und das Rennen zu gewinnen.
Rennwagen, drückt aufs Gas! Los, wir düsen durch die Gegend. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Los, wir düsen durch die Gegend. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Wollen wir schnell an unser Ziel, dann brauchen wir Geschwindigkeit. Links, rechts, hoch, hinab, egal wohin, wir sind bereit. Los, los, los. Mit Vollgas seid ihr schnell im Ziel. Geschwindigkeit macht uns agil. Geschwindigkeit! Los, wir düsen durch die Gegend! Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Los, wir düsen durch die Gegend! Wir bräuchten irgendetwas, das wir als Anker benutzen könnten. Ja! Wenn ein Boot sein Anker ins Wasser lässt, dann gräbt sich der Anker in den Boden und macht das Boot langsamer. Hey, Freunde! Ich weiß, was wir als Anker benutzen könnten. Einen Schraubenschlüssel! Gute Idee, Starla. Mal sehen, ob der Schraubenschlüssel uns stoppen kann. Ich werf ihn rein. Seht mal, der Schraubenschlüssel gräbt sich tatsächlich in den Grund des Flusses. Wir werden auch schon langsamer. Überprüfen wir unsere Geschwindigkeit. Mit dem Schraubenschlüssel als Anker ist unsere Geschwindigkeit auf diese Zahl gesunken. Welche Zahl ist das? 8, richtig! Aber um anzuhalten, müssen wir unsere Geschwindigkeit bis auf 0 senken. Versuchen wir was anderes. Wie wär's mit der Bratpfanne? Ja, lasst uns gleich mal testen, ob eine Bratpfanne einen guten Anker abgibt. Okidoki. Seht mal, die Bratpfanne gräbt sich noch tiefer ein als der Schraubenschlüssel. Unsere Geschwindigkeit ist jetzt auf diese Zahl gesunken. Welche Zahl ist das? 5! Ja! Wir sind zwar langsamer geworden, aber wir stoppen erst, wenn die Zahl auf 0 ist. Wow! Wir brauchen einen anderen Anker. Irgendeinen Anker, der sich richtig tief eingräbt. Und den sollten wir sehr schnell finden, denn wir fahren direkt zu auf den Wasserfall! Oh! Hey, Freunde, wie wär's damit als Anker? Eine Schaufel! Ja, ich wette, die gräbt sich richtig tief in den Grund. Und rein mit der Schaufel! Ui, die Schaufel gräbt sich tief ein. Seht doch nur, jetzt geht unsere Geschwindigkeit runter bis auf diese Zahl. Welche Zahl ist das? Die 0! Seht doch, wir halten an! Ja! Ja!